Ein wundervollsten. Heute ein ganz wichtiger Spruch. Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen. So wird dir Ärger erspart bleiben. Ein ganz wichtiger Spruch. Also, ich erlebe es ja oft, ja, wenn ihr in der Bahn, ihr müsst mal, ja, den Gesprächen zuhören, die so in der Bahn gesprochen werden. Müssen ja nur ein paar Wortfetzen sein. Und meistens ist es dann so, dass mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Inbrunst sich darüber beschwert wird, dass irgendjemand anderes nicht das und das macht. Also, dass er das quasi sehr viel gefordert wird von den anderen, ja. Ah, die hat so und so Probleme und muss das und die sollte das machen und sollte das und eigentlich, das ist doch normal und wenn man ein bisschen weitsichtig ist, dann ist man so und so. Reflektiert euch mal bitte selbst, ob ihr nicht wirklich, wie ihr zu diesem Spruch steht, im Sinne dessen, ob ihr viel von anderen fordert und wie viel ihr von euch fordert. Weil, ja, ganz logisch, wenn ihr wenig von euch selbst fordert, aber alle anderen sollen bitteschön ganz praktisch und pragmatisch und passend und wunderbar ticken, wenn man mal an die deutsche Bürokratie denkt, dann dann kommt man schon sofort an die Grenze des Realen, des Möglichen oder des Ertragbaren hinsichtlich dessen, dass man viel fordert. Ja, überlegt mal bei euch selbst, ob ihr nicht wirklich an der einen oder anderen Stelle doch einfach euren Mitmenschen zu viel abverlangen wollt oder sie zu einem viel größeren Teil zu erziehen glaubt oder glaubt zu müssen, dass die sich noch ein bisschen auf die Schulbank setzen sollten. Ja, manchmal kann man das wirklich so denken, aber es bringt nichts. Es bringt nicht viel. Ich finde es richtig, den Ansatz, andere Leute zu erziehen, aber so ganz alltägliche Situationen machen sich dann manchmal schlechter, gerade wenn man im Straßenverkehr die Idee hat, den anderen doch belehren zu müssen, wie er Auto fährt. Stößt das schnell auf taube Ohren und wilde Gießt. Ja, also, fordert viel von euch selbst. Schaut, was kann ich selbst noch an mir verändern, was muss ich noch tun, wo bin ich schon gut, wo muss noch gearbeitet werden, wo sind quasi die Baustellen. Und bei den anderen ist das so, da würde ich immer so sagen, versucht, so härter zu sein, umso näher sie euch sind. Das ist auch eine gute Variante, um herauszufinden, wie nah sie euch sind. Aber mal abgesehen davon, wenn ihr jetzt von dem Busfahrer, von der Apothekerin, was weiß ich, von irgendwelchen Passanten oder der Gesellschaft allzu viel fordert, dann passiert nämlich genau das, was Konfuzius dann am Ende noch sagt. Dieser kleine, schöne Nachsatz, so wird dir Ärger erspart bleiben. Ja, dann werdet ihr nur frustriert, also lasst es. Allein schon deswegen lasst es. Also ich habe nichts dagegen, wenn ihr versucht, Leute zu erziehen, aber dann macht euch einen Kopf, wie ihr das richtig macht. Jemand, also erstmal sich zu beschweren, ohne dass der Dritte das mitbekommt, bringt schon mal gar nichts. Aber wenn ihr euch direkt beschwert, dann seid höflich, bestimmt, sagt, was euch gefallen hat auch. Und dann habt ihr eine Chance, dass die Botschaft doch noch in den Schädel dringt. Gab es ja auch so einen Spruch vor 2 Tagen. Ja, also, wisst ihr Bescheid? Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen, so wird dir Ärger erspart bleiben. In diesem Sinne, setzt es um, könnt ihr gleich nächste Woche anfangen und dann wünsche ich euch dennoch lebt wohl.